Willkommen im Jahr 2018. Deine Brigitte Karasek mit dem gesprochenen Kreativtipp Nummer 14. Ich hoffe, du bist gut über die Weihnachtsfeiertage und Silvester gekommen. Für die meisten Menschen ist ja die frühe Startezeit zur stressreichsten Zeit des Jahres geworden. Statt Herz herrscht Kommerz. Ich finde das sehr schade. Das ist so überflüssig. Und ich erinnere mich noch gut an die Zeit in München. Spätestens ab Mitte Dezember ist jeder Lebensmitteleinkauf zum Spießrutenlauf verkommen. Und obwohl ich weder mit Geschenken, Dekorationen noch Einladungen belastet war, war es für mich schwierig, sich der allgemeinen Hektik zu entziehen. Umso glücklicher bin ich hier auf Mallorca, abseits vom Trubel. Hier war alles, wie es im Winter halt auf Mallorca ist. Tranquilla, tranquilla. Ein Hauch von Weihnachtsgebäck in einer Ladenecke, ein paar romantische Sternchen an den Straßen, das war's auch schon. Nix Musikgedudel, Werbeplakate und Stress. Tja, aber wo ist der Kreativtipp jetzt, wirst du dich fragen. Ah, der kommt gleich. Und weil der wirklich hardcore ist, wollte ich dich erst einmal ein bisschen drauf einstimmen. Dieser Tipp, der kam vor einigen Wochen zu mir, als ich nachdachte über das Thema Kreativität und warum es Menschen wie mich gibt, die von Ideen so überschwemmt werden, dass mein persönlicher Frust darin besteht, weder die Zeit noch die Energie oder das Geld zu haben, um all diese Ideen umsetzen zu können. Und dann gibt's auf der anderen Seite Menschen, die behaupten, überhaupt keine Ideen zu haben. Wobei ich das mit dem überhaupt nicht glaube. Es ist halt vielleicht manchmal nur nicht die gewünschte Idee zur gewünschten Zeit. Ja, und in diese Überlegungen hinein kam dann plötzlich ein ganz, ganz starker Impuls, dass das Wichtigste für ein kreatives Leben ist, den Input an Informationen einzuschränken und zu steuern. Und zwar in die Richtung zu steuern, dass man nichts Vorverdautes zu sich nimmt. Also weg mit Fernseher, Radio, Zeitungen, ja, und auch viel weniger Bücher lesen. In den Wald gehen, einen Baum umarmen, die Berge, das Meer, den Himmel beobachten, das ist ja auch ein Informationsinput, aber der ist unverwässert und einfacher. Der regt zu eigenständigen Ideen an. Mir wurde da vermittelt, dass es eine sehr wichtige Information ist und die ich unbedingt weitergeben soll. Und damit ich persönlich auch verstehe, warum und euch mehr dazu sagen kann, ja, soll ich selber eine Woche auf jegliche Medien verzichten. Ja, so Fernsehen und Radio gibt's für mir sowieso nicht. Auch Zeitschriften eher selten. Aber meine Bücher, meine Vorträge und meine Interviews im Internet, auf all das sollte ich eine ganze Woche verzichten. Also ehrlich gestanden, Lust hatte ich da keine drauf. Aber so ist es mit den inneren Stimmen und ich kenne meine schon ganz gut und die mag das gar nicht, wenn ich nicht auf sie höre. Also habe ich mir eine Woche vor Weihnachten ausgesucht, iPad, Bücher, Kindle, alles weggesperrt und dann ging's los. Also der erste Tag war noch ganz easy. Ich hatte so viel damit zu tun, meine Klamotten für Thailand zu stylen, alte Sachen, die zwar noch gut passen, aber ein bisschen langweilig waren, der Tag war sonnig und ich habe es im Atelier mit viel Acrylfarbe und noch mehr Schablonen zu meinen persönlichen Hippie-Kleidungen umfunktioniert. Das hat super Spaß gemacht, da wollte ich überhaupt nicht mehr aufhören. Naja, aber die nächsten Tage merkte ich dann schon ein bisschen was vom Entzug. So die kleinen Gewohnheiten, abends vor dem Einschlafen noch mindestens 2 bis 3 Stunden zu lesen, ein ganz wichtiges Ritual für mich, sollte plötzlich entfallen. Aber wie immer, wenn das irgendetwas wegfällt, dann ist ja auch plötzlich Freiraum für Neues da. Und da habe ich mein Verhalten einfach umgedreht, statt Input, Output. Und zu den Morgenseiten, die ich am Morgen schreibe, haben sich dann die Abendseiten dazu gesellt. Also wenn du die Morgenseiten noch nicht kennst, ich habe sie mal als Kreativtipp vorgestellt, die findest du auf meiner Homepage und mehr dazu im Buch von Julia Cameron. Überhaupt, das war das Beste daran. Ich hatte so viel Zeit. Der Tag hat richtig ausgegeben, wie man in Österreich so sagt. Nicht nur, dass ich meine To-Do-Liste nach 3 Tagen wie leer gefegt hatte, es kamen noch viele neue Ideen hinzu und mit deren Planung konnte ich mich ungeschränkt für Stunden widmen. Am Tag 5 zum Beispiel, da gab es einen heftigen Sturm mit ca. 80 Stundenkilometern. Und als ich aus dem Fenster geschaut habe, da ist mir das Herz stehen geblieben. Mein Atelierdach war abgedeckt. Alle Folien weg und zerrissen langs im Garten herum. Nur noch der Bambus war da. Naja, da fing ich halt gleich an, zig Ideen für ein stabileres Atelier zu planen, das Atelier neu zu vermessen. Ich hatte ja jetzt Zeit dazu.
Apropos Zeit, Hand aufs Herz, wie viele Stunden deines Tages schenkst du deine Energie der Glotze, dem Radio und den Zeitungen? Wie überfüllt es dein Geist mit Informationen, die für ihn eigentlich total sinnlos sind? Informationen, bei denen du weder den Wahrheitsgehalt nachverfolgen kannst, noch ob und wie du damit manipuliert werden sollst. Denn glaub mir eines, Manipulation steht bei den öffentlichen Medien ganz, ganz oben. Und wer könnte daran interessiert sein, dass du eine kreative Persönlichkeit bist? Denn kreativ sein bedeutet auch frei sein, in sich ruhen, die Erfüllung im Innern suchen, in sich selber, nicht im Außen durch Konsum oder Anerkennung streben. Freie Menschen sind gefährliche Menschen, gefährlich für das jetzige System, weil sie nicht mehr kaufen, 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 kaufen. Aber freie Menschen sind sehr wichtig für unsere Welt, wenn wir alle miteinander überleben wollen. Es geht hierbei nicht nur darum, deine Kreativität anzukurbeln. Eine Woche Auszeit von diesem Input gibt deinem Geist auch eine Chance, für einen Reset-Knopf zu drücken. Du wirst plötzlich Zeit für dich haben, du wirst Ressourcen haben, um deine wahren Bedürfnisse aufzuspüren. Längst vergessene Ideen werden wieder hochkommen und neue natürlich dazu. Glaub mir, also für mich war das eine der spannendsten Wochen in meinem Leben. Ich lese es zwar wieder in meinen Fachbüchern, weil es Themen gibt, über die ich mich einfach gezielt informieren möchte, aber ich habe die Zeit, die ich dafür aufwende, enorm zurückgeschraubt, weil es viel spannender ist, in meinem eigenen Inneren zuzusehen, mir zuzuhören. Kannst du dir vorstellen, welche Veränderung es in deinem Leben bedeutet, wenn am Abend die Glotze ausbleibt, wenn im Büro kein Radio läuft und wenn die Morgenzeitung ungelesen in den Papierkorb wandert? Am besten abbestellen. Gönne dir diese eine Woche der Veränderung und du wirst sehen, du bist danach ein anderer Mensch, ein kreativerer Mensch, ein Mensch mit mehr Selbstvertrauen, einfach ein freierer und stärkerer Mensch. Und ich wünsche dir für 2018, dass du immer mehr erkennst, wer du wirklich bist und was du wirklich willst. Und vor allem, dass du die Kraft hast, deine Wünsche und deine Ziele zu verwirklichen. Namaste, deine Brigitte.